Hallo liebe Leute, heute schicke ich euch ganz liebe Grüße aus Sansibar, wo ich ein paar Wochen des deutschen Winters verbracht habe. Und ich war hier bei einer Familie, also habe ganz viel von dem echten Leben kennengelernt. Nicht so viel Touristenzeug gemacht, sondern mich hat vor allem interessiert, was ich hier übers Musikmachen lernen kann, was ich hier auch mitnehmen kann für mein Leben zu Hause. Und das waren wirklich ganz viele super spannende Eindrücke. Und in diesem Musikertipp habe ich euch einfach ein paar kleine Ausschnitte zusammengestellt vom gemeinsamen Musikmachen, was hier einfach immer wieder passiert, vor allem besonders gerne am Beachfire abends. Und ja, am Schluss verrate ich euch die Message, die ich daraus mitnehme. Jetzt erstmal ganz viel Spaß. Das ist mein Fazit von dem, was ich übers Musikmachen hier mitgenommen habe. Ja, die meisten Leute haben ein Rhythmusgefühl und können mit einer Trommel umgehen und einfach einen coolen Rhythmus dazu machen. Kaum jemand spielt irgendwie ein Instrument und auch die meisten können auch nicht besonders toll singen. Aber sie tun es. Sie setzen sich zusammen und singen. Und wenn 5 Leute da sind, klingt das 5-stimmig, weil jeder irgendwas anderes singt und das ist okay. Das verdirbt ihnen nicht den Spaß. Und dann gibt es ein paar Leute, die irgendwoher irgendwie ein Instrument haben, ein paar Sachen gelernt haben, zum Beispiel auf diesem kleinen MIDI-Keyboard, die Jungs, die da drauf rumdreschen. Das sind 3 Akkorde. Und die sind auch noch permanent mit Fehlern voll. Ja, und trotzdem machen sie es. Diese Kombo, wo da die Mädels drum rumgetanzt sind, das ist eine Kombo, die kriegen dafür sogar Geld. Die nehmen Eintritt dafür, dass die in der Local Bar hier spielen den ganzen Abend und halt die Leute dann um sie herum tanzen können. Und die können echt nix. ja, 3 Akkorde und die sind voller Fehler. Und was ich daraus mitgenommen habe, setz das ein, was du kannst. Wenn du nicht viel kannst und denkst, damit kann ich mich doch nicht nach außen wagen, das kann ich doch niemandem zumuten, go for it, spiel. Ja, Die Leute hier waren einfach glücklich für das, was da war und haben sich nicht großartig drum geschert, ob das jetzt cool ist oder nicht, ob das jetzt gut klingt oder nicht. Die machen es einfach, weil es Spaß macht. Die sitzen am Beachfire und singen zusammen, egal wie es klingt. Einfach, weil es Spaß macht und einfach, weil es gut tut. Und deswegen heute nochmal ganz, schau dir die Szenen nochmal an und hör nochmal hin. Das ist keine tolle Musik. Aber die Leute sind glücklich und es macht Spaß. Und das ist das Geniale an Musik.
sie wirkt auch, wenn sie nicht toll ist. Vor allem auf dich selbst und auf die, mit denen du zusammen Musik machst. Also versuch so ein bisschen Scham zu überwinden, dich mit Leuten zusammenzutun, die genauso schlecht sind wie du. Und mach Musik, go for it. Sing, spiel, trommel, schlag auf irgendwas rum. Nutz deine 3 Akkorde, die du kannst und spiel. Und auch im Tun wirst du ja automatisch besser. Und so kann man Schritt für Schritt, indem man was tut und dann also Musik macht und Leute trifft, einfach auch einer vom anderen lernen. Und ja, so immer mehr Freude dran haben. Das ist mein Tipp heute für dich. Ich bin Elo von Knorre, Musikerin und Musikcoach. Und ich freue mich einfach total, wenn ich mitkriege, dass Leute Musik machen, egal auf welchem Stand, weil ich aus eigener Erfahrung und von meinen hunderten Schülern weiß, wie beglückend und bereichernd Musik machen ist, egal auf welchem Niveau. Auch selbst wenn du wirklich kaum was kannst und dich ständig verspielst, auch dann macht es Spaß und das ist das Entscheidende, weil alles, was uns gut tut, füllt uns auf mit Kraft und Energie und gibt uns dann einfach auch was für den Rest unseres Lebens. Und ja, so können wir uns immer weiterentwickeln. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Bin gespannt von dir zu hören. Und schick dir liebe Grüße für heute. Bis ganz bald, wieder in Deutschland. Deine Elo.